Die Sonne steht irgendwie ein bisschen. Naja, der Kamera macht das nichts, aber. Ich sehe irgendwie, das ist Blödsinn. Geht schlecht. Das will er nicht. Oh, das hat er geholt. Bei mir vorne wäre noch frei. Immer ein bisschen beschissene Kurven, die bist wahrscheinlich immer nicht gefahren, die sind immer ein bisschen anders.
Kacke, weil lauter Schaum da drüber gefahren. Oh. Also wir haben es geschafft. Hatte nur mit so meiner Sonnenblende zu kämpfen. Ich wusste nicht, ob hoch oder runter. Hier geht's wieder, unten war die Sonne so. Oh Gott. Da habe ich mich nicht getraut. Was meinst du? Bin stehen geblieben. Die Kurven sind nicht ohne. Ich bin die mit der Faust runter gar nicht gefahren. Die ist ein bisschen schwer. Jetzt sind da Bodenwellen drin, da musst du aufpassen, wenn du nach Gas gibst. Da hebst halt ab. Ja. Das ist ja hart. Ich schon das Auto, ist das Auto, was so stinkt, die Bremsen, oder bin ich das? Also wenn das stinkt, ja. Okay. Hat gestunken.
okay, Blickführung hilft schon gemein. Da muss ich immer ziemlich hoch schauen. Ja? Also nicht vor dich hin, sondern hoch in die Kurve da. Also ja, nicht ja. Hin rein, sondern hoch. Mal gucken, dass keiner runterfährt, dann bin ich vorher da auf das Zelt drauf gefahren, weil ich zu stark hochguckt habe. Aber rechts neben uns, das schaut doch krass aus, oder? Das Panorama ist sich jetzt rechts. Ja. Pana oder was es ist. Aber das ist nicht besser geworden vom Tier. Ich glaube, ich kotze gleich. Da wird er echt schlecht. Aua! Da muss schon, da kommt ja nochmal so ein Ding, Vorsicht, das sieht ja die Zähne raus. Wenn ein anderer Sturm fährt, steht's dran, unregelmäßige Fahrbahnoberfläche oder so. Au, lecker. Da fliegt der dritten raus. Kommen zwei Autos in der Kurve. Ja. Zum ersten Mal einen Spiegel in der Kurve gesehen. Ich weiß nicht, ob die schon vorher überall waren. Schau mal auf der rechten Seite, das ist das Haus, was da auf diesem Abgrund drauf baut ist. Das gelbe. Das gelbe Haus, ne? Also jetzt die Kurve. Vielleicht siehst du am Runterfahren, das schaut krass aus. Das ist der Servicetechniker für das Kaffeezeug, der mit dem Sprinter, der fährt ganz gut.
Okay, ist ja noch ein Stückchen. Und nur ein Wohnwagen. Ist die blödste Stelle, wenn du mit dem Fahrrad hier hochfährst, dann musst du erst mal nachdenken, ob du überhaupt noch fahren willst. Dieser Service-Typ wird nicht mit. Ist eigentlich den ersten oder zweiten Gang? Der Maschine den ersten irgendwie ein bisschen. Die kippt irgendwie so rein. Das wundert mich, was hat der dabei? Der Ski hat der dabei. Meine Fresse. Gott,
Okay, das war's schon? Ja. Cool, gar nicht so anstrengend. Kommt oder gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, wir hatten Glück, aber wenig los. Ah, ich parke da oben.